Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Baufolge hier in 7 Days to Die in der Beta Vanilla Mod. So, wir bauen immer noch fleißig an, wie hat der Hacky gesagt, Burg Porkstein. Ja, so langsam nimmt das alles hier Farben an. Und es wird. Was? So, es wird so langsam. Wir haben einiges geschafft in der letzten Folge. Das hier sieht halt scheiße aus. Das müssen wir nochmal irgendwie. Das müssen wir nochmal irgendwie anders machen. Das ist irgendwie kacke. Nehmen wir mal hier noch einen weg. So. Und dann nehme ich mir mal gerade, habe ich keine Baublöcke. Ach du, da. Okay. So, nehmen wir mal Holz. Form. Grund. Probieren wir das mal nochmal aus. Was haben wir denn hier noch? So, wir haben Röhre 3 Meter Ecke. Wenn wir die da dran setzen würden. Da muss dann halt noch so ein komischer. Da muss es doch irgendwas noch geben, was da hinpasst. Also vermutlich, die passt natürlich umgedreht dahin, ja, aber es müsste doch theoretisch Röhre 3 Meter Mitte gerade, ey. Mann. Die Übersetzung ist der Knaller. Was haben wir hier? Gewölbe 3 Meter Ecke. Das klingt doch gut. Fehlt aber dann auch noch irgendwie ein. So. Gibt es denn dafür eine Platte, die da drauf passt? 0,25er Würfel. Der ist schon zu dick. Der muss dünner sein wie das Ding da. Da unten der Plattenlaufsteg. Der könnte passen. Der ist zu dick. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Pfostenplatte. Die ist auch zu dick. Pfostenplatte mittig. Eine Platte. Passt die? Die passt. Okay, ja, pass auf, dann machen wir das so und so. So. Und so. Das würde doch gehen. Und hier können wir dann einen Block so dahinter stellen. Na, das sieht doch mal halbwegs tauglich aus. So, na, das sieht doch mal ordentlich aus. Bis auf die Tatsache, dass der Block die Textur jetzt falsch rum hat. Warum sind denn die Steine hochkant und die nicht? Das sieht besser aus, ne? Dann nehmen wir das so. So. Ist das von der Seite auch richtig? Ja, sehr schön. Guck mal da. Es geht doch. Es geht doch. So, ich müsste mal was essen. Dann gibt es mal eine Dose Ravioli, eine gute. Und hier so ein Tee. Schon geht es uns wieder prima. Vielleicht trinke ich auch zwei von den Tee und esse zwei Dosen Ravioli, weil wir haben ja in der letzten Folge viel gearbeitet. So. Okay. Dann hier zurück zu dem Thema hier. Hier haben wir. Hier müssten wir
das da mal kopieren. So, dann käme der hier außen so dran. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Treppe machen. Na, warte mal, die kann ich mir doch hier kopieren. So. Wenn wir den hier dran setzen, dann ist das halt zu eng, ne? Wir müssen eigentlich einen Block mehr haben. Wir müssen hier eigentlich noch einen normalen Block haben. Einigermaßen hier so. Ach so, passt sowieso nicht da drauf. Okay. So, dass wir hier mal ein bisschen Material haben. Weil das soll ja auch einigermaßen breit sein, das Ding. Ich würde hier ganz gerne, so wie da, auch so Schießscharten bauen. Das heißt, wir müssten hier nochmal Formkopie machen. Und wenn wir den jetzt nochmal drehen. Oder wie hatten wir das gebaut? Ich könnte den jetzt so da drauf setzen. Und dann hatten wir da noch einen halben Block drauf gesetzt, ne? Eventuell müssen wir dann hier die Schräge 1 verkürzen oder so, aber das ist nicht so schlimm. So, ich setze die mal noch so drauf. Dann wird die Wand nämlich auch ein bisschen höher noch. Machen wir mal bis hier hin. Und dann holen wir uns mal den hier. Stellung kopieren. So, 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 so. Und dann haben wir denselben Block genommen, aber nur halb so hoch, halb so dick. Welcher war das jetzt? Sonst muss ich mir den unten kopieren gehen. Ich dachte, ich finde ihn so. Der ist es nicht. Sieht aus wie der, aber ohne das obere Teil. Boah, ey, das gibt's nicht. Ey, Milliarden Formen hier drin, ey. Findest dich nicht zurecht in dem Laden hier. Da ist er doch. Ich habe ihn sogar in die Favoriten gelegt, ich Vollpfosten. So, dann fangen wir hier an. Drehen den. Nee, da war doch gerade, oder? Der müsste da doch sein. So. Dann bleibt der frei. Dann kommt der dahin. Richtig? Was hat er denn da unten gemacht? Da einen Block komplett leer gelassen. Den noch so drauf.
So, okay. Dann kommt er nochmal dahin. Dann kommt er nochmal dahin. Dahin. Ich hoffe, das ist so richtig. Ach so, mehr haben wir gerade nicht da. Das ist nicht so schlimm. So, dann nehmen wir nochmal den hier. Stellung kopieren. So. Schon haben wir hier unsere diagonalen Schießschächte. So, dann machen wir hier mal Formkopie, weil das ist natürlich hier zu schmal. Das ist natürlich hier zu schmal. Und hier müsste auch noch irgendwie ein halber Block drauf. Ein halber Block. Der da. Und hier auch. So, und dann nehmen wir mal die hier raus. Weiß nicht, ob wir da eine Schräge für haben. Die hier, die wäre fast richtig, aber irgendwie andersrum. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komme ich da mit einer 60 Grad Schräge hin? Schräge Mittel. 60 Grad. Ja, aber die bitte einen ganzen Block breit. Dann wäre mir schon geholfen. Da ist er auch nicht bei. Muss doch hier irgendwo sein. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Die. So. Dann steigt das halt hier so ein bisschen an. Ist nicht so schlimm. Okay, dann. Hier das Kopieren. Weil du willst ja hier drauf auch laufen können, ne? Da muss das eigentlich mindestens so breit sein. Das heißt, die Treppe, wenn wir hier die Treppe hinmachen. Haut hier nicht so ganz hin, ne? Wir könnten auch die ganze Etage hier auf die Höhe ziehen. Ohne Horde! Wir bekommen Besuch! Wir bekommen Besuch! Lalalala! Einen schönen guten Tag! Endlich mal was zu tun hier! In unserem schönen Zweierknüppel. Irgendjemand hat geschrieben, die Horden würden bei ihm immer zwischen 17 und 19 Uhr kommen. Also bei mir ist jetzt 20 Uhr. Edge daneben. Bringt er denn hin? Die Bauaufsicht ist da. Big Mama arbeitet jetzt bei der Berufsgenossenschaft. Und noch einen gelben Sack? Naja, hier. Sind aber viele Big Mamas hier heute. So, sind noch mehr? Noch jemand ohne Fahrschein? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hausmeisteraufstand! Oh.
Hier ist was los. Meine Herne. Es gab ein paar gelbe Säcke, ne? Finde ich gut. Ich merke schon gerade, wie mein Spiel wieder anfängt zu ruckeln, warum auch immer. Kann ich euch ehrlich gesagt gerade nie sagen. Was sagen denn die FPS? 74. Aber irgendwie fühlt sich das gerade nicht an wie 74 FPS. Na, jetzt geht's wieder. So. Also. Nochmal reingehen. Achso, wir müssen ja dann gerade hier durchlaufen. Und dann hier hochgehen. So, und dann hat man hier das Problem mit der Treppe, ne? Das ist halt so ziemlich blöd. Die Treppe würde so reichen, um hier hochzukommen, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, die müssen wir woanders hinmachen. Ich probiere mal was aus. So wäre besser, ne? Ich mach das so. Dann haben wir hier halt zwei Treppen. Von innen raus. Wäre nicht so schlimm. Hier würde dann irgendwie, keine Ahnung, das Dach anfangen, aber dann müsste man das hier noch eins höher bauen, ne? Hm. Jetzt kommst du hier nicht rein und raus. Wenn wir jetzt hier ein Dach bauen würden, aus 60 Grad Blöcken, ach so, die passt dann da so nicht hin, Moment. Schräge 60. So. Also so kämst du rein. So würde man reinkommen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das hier so machen will mit der Treppe. Obwohl das eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, ne? Ich denke, das ist vertretbar. So, dann kommst du so hier hoch und das hier würde dann, wir machen das hier so zu. Hier machen wir eine Schräge hin.
Ah ja. Der erste Besuch ist da. Mach's da. Ich hab doch gar keinen Esskoch bestellt heute Abend. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Achso, ich komme ja hier gar nicht hoch im Moment, ne? Na gut, ich, warte. Ich baue mir mal hier provisorisch irgendwie. Nochmal? Ach, Torben. Wenn du deine Freundin suchst, die liegt da vorne. So. Dann hätten wir hier so. Und hier könnten wir ja dann... Hier könnten wir ja dann auch so zumachen. Dann brauchen wir hier wieder eine Schräge. Mal wieder. Aber ich glaube, ich nehme da mal eine andere. Oder wir nehmen mal wieder was Rundes. Wo ist ja das halbrunde Ding? Das nicht. Das auch nicht. Oder war es das hier? Säule, halbe Länge, 1 Meter. Ja, jetzt find den scheiß Block mal wieder. Den da will ich haben. Wie heißt der denn? Was ist der? Okay, interessant. So. Dann drehen wir den nochmal. Frage ist halt nur, wenn wir hier ein Geländer hinmachen, kriegen wir das da nicht angeklemmt, ne? Und die Frage ist, machen wir hier eine Tür hin? Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, ne? Na gut, aber eigentlich waren wir ja auch hier beim Dach dran. Wenn wir jetzt hier... aus Holz, aus den Schrägen, 60 Grad, die hier noch nehmen und hier so dran pappen würde. Man kommt eigentlich ganz gut rein, ne? Das würde gehen. Ich will das nicht noch eins höher machen. Das ist sowieso schon sauhoch, das Ding. Das sind ja schon 5 Blöcke. Oder? Ich glaube, es sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das wird gigantisch innen drin, ne? Naja, gut, ich meine, die haben ja früher so gebaut, aber ich glaube, die Höhe wäre vertretbar. Oder man müsste das als Häuschen bauen. Aber dann wäre das Dach eigentlich schon hier, ne? Na gut, okay, pass auf. Wir machen das eins höher. Wir machen das einen Block höher. Aber wir machen das hier weg. Und dann nehmen wir uns hier ein Holzgeländer. Ein Geländer. Gibt es ja scheinbar jetzt auch diagonal. Kann man machen, ne? Ist jetzt nicht perfekt mit dem diagonalen Geländer, aber gut. Ist okay. So, gut. Dann kommt da ein Block drauf und da auch. Dann versuchen wir mal hier irgendwie ein Dach drauf zu kriegen. Ich stelle mir mal gerade hier bauen wir mal gerade hier irgendwie eine Treppe hoch.
dass ich hier hochgehen kann. So, dann ist ein Block noch drauf. Na, warte mal. Mal ein bisschen Armbrustschießen üben hier. Mist. Jetzt rennt die blöde Kuh. So. So. Das ist ja hier Giebelwand. Wie mache ich denn das hier mit? Naja, schaue ich mir nachher an. Schaue ich mir nachher an. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Keine Ahnung. So, warte, warte, warte. Jetzt nehmen wir mal, wir nehmen mal das raus und wir nehmen auch mal gerade die Armbrust raus. Und dann teilen wir mal gerade hier die Blöcke auf. Die werden sowieso nicht reichen. Also wir können schon mal neue Baublöcke machen. Mal locker 300 Stück. So, die lassen wir mal durchtingeln. Und dann machen wir hier Formkopie, das Kopie, Formkopie, das Kopie. Dann können wir die mal setzen. Nur aufpassen, dass wir nicht rückwärts hier runterplumpsen. So. 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 Jetzt überlege ich gerade, wenn ich das hier so baue, wie kriege ich denn jetzt hier einen Dachüberstand mit dem Krempel da dran? Also, klar, ich kann den Block hier so setzen. Dann müssen wir das nochmal von unten drunter flanschen. Bei Gelegenheit. So, und dann brauchen wir hier... wir haben den. Wir haben den, das reicht fürs Dach. Das heißt, wir müssen den eigentlich nur noch irgendwann rumdrehen. Okay, gut. Dann... nehmen wir uns nochmal den hier, machen Formkopie, drehen den dreidimensional, dann wäre der so richtig, ne? Der wäre so richtig. Und dann, ach Scheiße. Dem hier müssen wir den hier kopieren und auch dreidimensional drehen. Der wäre dann so. Und hier rein kommen normale Blöcke. Ja, das wird noch spannend, das hier. Das wird noch spannend. Wenn wir mal die eine Seite irgendwie fertig haben, dann geht es wieder. Ne, das war falsch. Ne, war richtig. Thank you.
So. Ja, das wird noch richtig schön, das hier. Ja, da habe ich mir wieder was ausgedacht, ey. Da habe ich mir wieder was ausgedacht. Vor allen Dingen, komm mal hier halbwegs tauglich dran von unten, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Aber wenn man die eine Seite hat, dann ist es ja nur noch durchziehen. Das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. So, sorry, kurzer Schnitt. Musste mal eben sein. Konnte nicht mehr. Ich trinke den ganzen Tag schon irgendwie Kaffee und Energy und ich musste jetzt einfach mal, ich musste jetzt gerade mal Pause drücken und musste mal gerade für kleine Porkies. So, ich habe tatsächlich einigermaßen die Mitte getroffen da, ne? Man soll es kaum für möglich halten. So, warte mal, ich nehme mal die Axt noch weg, die Spitzhacke und das da. Meine ganzen Baublöcke. Das tun wir mal hier nochmal verteilen. So. Und dann machen wir uns nochmal 300 Stück oder so. Die können ja da gemütlich weiter rattern. Die zerlegen wir mal. Trinken wir noch hier so einen Tee. So. Okay. Dann machen wir mal die noch weg. Die Hälfte von denen nehmen wir mal darüber. Da machen wir uns mal gerade ganz normale Blöcke draus, dass wir uns hier irgendwie ein Gerüst bauen können. Sonst sehe ich hier wirklich schwarz, ne? So. Okay. Das könnten wir doch jetzt eigentlich schon mal von hier aus tackern, ne? Das könnte man zumindest mal tackern. Jetzt weiß ich noch nicht genau. Der ist richtig. So. Und dann müssten wir jetzt noch mal von oben irgendwie da dran an das Teil. Dann machen wir das hier mal fertig. So, hier den Dachüberstand auf der Seite, den machen wir dann irgendwann später dran. Das hier in der Mitte, das macht mir Sorgen. Das könnte unter Umständen zusammenklappen. Geh mir jetzt nicht um den Zeiger da unten, ey. Bist du denn hier hingekommen? Ja, Pech. Jetzt stell dich nicht so an. Du hast es so gewollt. Ich muss mir mal gerade den Dachüberstand da angucken gehen, Leute, ne? Nützt nichts. Sieht halt einigermaßen noch was aus, ja, ne? Ist richtig. So, warte mal, ich frame mich mal gerade hier. Ich baue mir mal hier so ein Außengerüst. So. Vielleicht noch einen Block dran.
Ist ja schon mal gar nicht so verkehrt, das hier, ne? So. Dann müssen wir hier auf der Seite gleich anfangen. Aber wir müssen erst auf der Seite irgendwie fertig werden, ne? So, dann machen wir jetzt mal von der Seite aus hoch. Und wir haben angefangen mit dem von hier, ne? Nee, das kann nicht sein. Ist blöd, wieso passt der denn jetzt nicht da dran? Hä? Ah, okay. Deswegen. Deswegen passt der nicht dran. So, jetzt kommen wir in der Mitte nicht ganz aus. Das ist halt blöd. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nicht auf die Breite geachtet von dem Teil. Ich habe nicht auf die Breite geachtet. Ist aber, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil es gibt doch mittlerweile... Es gibt doch, glaube ich, mittlerweile sogar irgendwie so einen Giebel, ne? Grad Giebel. Wo ist denn der? Können wir hier suchen? Halbgiebel, ein Viertel. Was denn jetzt? Ein halber Giebel oder ein Viertel Giebel? Halbgiebel, ein Viertel. Ey, Leute. Kann nicht euer Ernst sein. Dreiviertel Giebel. Halber Giebel. Hä? Nee. Giebel schräge 60. Ist es der? Nee. Oh Mann. Ich nehme mal gerade den hier. Nee, der passt auch nicht. Auf der Seite passt er. Oder? Doch, der würde sogar passen. So, aber wie kann ich den denn verlängern? Ach, der hier ist das. Drei Viertel. Nee. Oder? Moment. Doch, Dreiviertelgiebel, der ist das. So, den brauchen wir. Dann ist es richtig. Ein Dreiviertelgiebel. Ein Dreiviertel 19/8 Giebel. So, okay. So. Dann machen wir uns jetzt den Dachüberstand hier dran.
Nee, warte mal, da ist jetzt irgendwie. Da ist jetzt nicht ganz richtig, ne? Irgendwas passt da gerade nicht zusammen. Wir müssen den einen Block da wegnehmen. Da muss ein anderer Block drunter. So. So. Scheiße. Ah, ich dachte schon, ich breche mir das Bein. So, also das ist auf jeden Fall mal so weit richtig. Man könnte theoretisch da rechts noch zwei Blöcke dran setzen, aber dann wird der Dachüberstand zu breit, dann kommen wir nicht mehr durch die Tür. Wir brauchen nur noch ein anderes Giebelstück da oben. Wir brauchen hier ein anderes Giebelstück. Ein Dreiviertelgiebel invertiert brauchen wir jetzt. Halber Giebel invertiert, der heißt sogar tatsächlich so. Ein Viertelgiebel invertiert. Wo ist denn der Dreiviertel? Viertelgiebel invertiert, Ende, ey. Mann, Mann, Mann. Dreiviertelgiebel, ein halb. Hier gibt es ein Zeug. Drei Viertel Giebel ganz, nee. Ich brauch, irgendwie sowas hier. Aber das passt nicht so ganz. Passt schon, aber ein Viertel Giebel, ist es der? Nee. Also wenn das ein Viertel ist, dann muss der drei Viertel, dann müsste der ja. Nee. Warte mal. Halber Viertelgiebel. Wir bräuchten ein Dreiviertelgiebel. Ist das richtig? Ist richtig. Okay. Dann bleibt es so. Sieht gut aus. Mann, oh Mann, oh Mann. So, damit wäre der Dachüberstand auch fertig. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also Fenster und so kannst du ja immer noch reinkloppen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Mal eben irgendwo ein Fenster reinzubauen, ne? Das ist ja kein Thema. So, okay. Das wäre das gewesen. Dann kommt jetzt noch der ganze Kram da dran. Dann müssen wir hier irgendwie rüberkommen. So, und dann können wir uns nämlich hier die Formen... Ich weiß nicht genau, haben wir das so angefangen? Haben wir das so begonnen? Ja, sieht richtig aus, ne? Das sieht schon mal richtig aus. Ich hoffe, der Krempel hält. Das ist... Ich muss mir das mal nochmal neu zurechtlegen gerade. So, wir fangen ganz außen an. Wir lassen... Wir nehmen den ganz außen. Stellung kopieren.
Nehmen den als zweites. Halleluja, ey. Mein J nochmal. Das ist aber auch immer alles irgendwie hier kompliziert werden muss. So, jetzt tackern wir das hier. Halten. Während ich hier drüber laufe, das wäre sehr nett. Wäre nämlich doof, wenn das hier jetzt gleich zusammenklappt. So, wo sind jetzt meine... Die hier, genau. Davon brauchen wir jetzt mal einen hier. Dann haben wir wieder den. So, und dann müssen wir von unten bauen, sonst fällt uns das wirklich gleich zusammen, das Ding hier. Wir müssen von unten verstärken. Heißt, wir nehmen uns jetzt den hier, machen da mal Stellung kopieren. So schlecht aus. Und dann brauchen wir wieder den hier. Aber wir brauchen da zuerst hier noch die Schräge, ne? Da bin ich jetzt mal drauf gespannt, ey, wie ich das da jetzt bauen soll, ey. Das wird hier richtig spaßig noch. Das wird hier noch richtig spaßig. Ja, die lassen wir einfach irgendwie auslaufen oder so. Ich weiß es noch nicht. Wenn das mal Kontakt hat in der Mitte, dann geht das wieder. Hier vorne den allerersten und kopieren hier den Giebel. Weil dann hat es ja auch wieder so rum Stabilität. Ne? Dann geht das wieder ein bisschen besser. Da muss auf jeden Fall von unten noch irgendwie ein Balken rein oder so. Sonst könnte das hier noch ein böses Erwachen geben. Thank you.
ich will mir gar nicht erst die Stabilität einblenden. Ganz ehrlich, ey. Ich will sie gar nicht sehen. So, okay, dann haben wir ja auf der Seite hier schon mal einiges weg. Das heißt, wir können jetzt wieder hier so machen. So. Nein. Nehmen wir den hier. Sehr schön. Der kommt dann auch noch hier hin. Und hier natürlich auch. Wird ein großer Dachüberstand auf der Seite hier. Ich glaube, hier müssen wir das ein bisschen anders bauen. Ich glaube fast, hier müssen wir das ein bisschen anders bauen. Warte. Sag nix. Ich hab noch einen in petto. Ich hoffe, das gibt es hier. Wir brauchen auf jeden Fall 60er. Schräge. 60 Innenecke. Und den da. Den. Oder, nee, warte mal, wir brauchen Außenecken. Moment. Ecke mit Spitze. Neigung Mitte, ey, was, ey. Brauchen das Ding als Außenecke. Aber ich weiß nicht, welche das sein soll hier. Schräge 60 Ecke. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das hier. Schnell mal die Axt zur Seite nehmen. Das würde eventuell funktionieren. Dann könnte man da so hochlaufen. Das müsste hinhauen. Ich bin gerade voll am Konzentrieren. Ich denke nur noch in geometrischen Formen gerade. Das passt hier so jetzt nicht dran. Warum? Doch, passt doch. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können hier den so drehen. Dann haben wir hier eine schicke Ecke hingezaubert. Sogar mit Überstand. So, direkt mal zusammentacken. So. Dann hätten wir hier, glaube ich, einen vollen Block, ne? Oder? Nee, hätten wir nicht. Wir brauchen hier wieder den hier. Warte mal, ich kann doch hier bei dem auch die Stellung so kopieren. So, genau. Das ist richtig. Den ganzen Scheiß auch noch von unten tackern, ey. Mein lieber Mann, ey, das wird noch, ey. Das Dach hier hat es in sich. Ey, so einfach wie es aussieht, so kompliziert ist es trotzdem. Ich bin mal gespannt, ob wir da oben irgendwie einen ordentlichen Abschluss hinkriegen. Ey, das wird noch schön. Ansonsten, keine Ahnung. Ansonsten bauen wir da irgendwas hin. Ich weiß noch nicht genau, was wir da machen. So.
Das können wir nicht dahin machen, das können wir aber auch nicht hierhin machen. Lass das hier mal irgendwie verlängern. So, und dann können wir die hier hinsetzen. So, dann brauchen wir wieder den von unten, den. Das ist gerade extrem mühsam, das hier. Da ist dann jetzt aus Holz auf einmal, ne? Aber den Block habe ich halt nicht. Den habe ich nicht aus Stein. Dann ist das hier an der einen Stelle halt eben aus Holz. Ich kann es nicht ändern. Das ist nicht so dramatisch. Okay. So, okay, den da. Stückchen Dachüberstand da, das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Wir müssen aber jetzt noch irgendwie hier so. Oder sollen wir den einfach so weit verlängern? Können wir natürlich auch machen, ne? Dass wir den hier so weit verlängern und dann. Und dann müsste man hier, dann haben wir hier die Ecke drin, ne? Haben wir hier so ein Vordach drüber. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das hier zumachen soll. Ich habe noch keine Ahnung von. Eigentlich müsste hier. Hier müsste irgendwie so eine Ecke hin. Sowas da in der Art. Dann könnten wir so, so und so machen. Ja. Na komm, dreh dich richtig, so wie ich es gern hätte. So zum Beispiel, genau. So, dann kommt er noch einmal. Das ist doch falsch, hä? Ach so. So, genau. Das könnte man zumachen. Hier müssen wir dann mal gucken, wie wir das da irgendwie hinkriegen. Ich weiß es noch nicht. Dann ist es zumindest mal zu. Boah, wir machen hier irgendwie so einen Pfosten hin. Aber eigentlich müsste hier noch was drunter. Weil sonst ist das so dünn.
Kann ich den, wenn ich den so drehe? Nee. Schwierig, schwierig, schwierig. Pass auf, wir machen ja erstmal oben zu. Wir machen mal oben zu. Und dann, dann kümmern wir uns hier drum. Der hier ist, glaube ich, falsch, wenn ich das richtig sehe. So, der müsste so und so. Und der hier ist falsch. Der müsste dann der hier hin. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Da brauchen wir jetzt ein Giebelende 60 Grad abgeschrägt. Ja, das Ding ist schon mal richtig, aber falsch. Giebelpyramide ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Und der da würde es auch nicht sein, ne? Das habe ich mir schon gedacht, dass da. Da noch eine andere Idee. Aber das geht auch nur sehr schlecht. Keine Ahnung, wie wir das da oben jetzt zukriegen sollen, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Beim besten Willen weiß ich es nicht. Das hier ist ja klar, das ist kein Thema, aber ich glaube, wir kommen hier nicht drum rum und müssen das so machen. Ach nee, dann ist der da falsch. Warte mal. Der da ist falsch. Moment. So, und jetzt klappt alles zusammen. Pass auf, jetzt kommt das. Jetzt halte ich fest. Wir kriegen das noch hin. Nehmen wir mal den. Der passt nicht. Ey, bin ich gut oder bin ich gut? Haha, so. Okay, jetzt noch hier den Dachüberstand irgendwie fertig bauen. Beziehungsweise, wir könnten auch... Ich weiß hier echt noch nicht, wie man das hier machen soll, ne? Ich glaube, ich baue hier einfach einen Pfosten drunter. Komm, wir nehmen mal einfach irgendeinen Pfosten. Hier so einen. Oder vielleicht... Pfosten, Eckwinkel, Platte 01. Na, da steht ein bisschen scheiße. Aber vielleicht hier so. So. Dann nehmen wir mal den... Pfosten, Ecke. So. Wenn wir den jetzt noch hier so drunter flanschen würden, aber als... als den hier... Nicht mittig, sondern
So. Und dann können wir uns nochmal Pfosten nehmen. Können wir den da so drunter setzen. Und können den hier nochmal drehen. So, dann hat er da so ein bisschen Stabilität, ne? Warte mal. Den nehmen wir mal weg. Stattdessen nehmen wir ist das der richtige? Seite, mittig, Ecke. Nee. Ist der? Jo. Der ist das. Dann nehmen wir uns nochmal einen normalen Pfosten. Und Stellung kopieren. Dann können wir den so da drunter machen, dann ist das alles ein bisschen massiver. So, und hier auf der Seite bauen wir das dann ganz anders mit dem Dachüberstand. Dann machen wir nämlich hier einfach muss mal gerade hier. Das wird eine Folge mit Überlänge, das hier, das weiß ich jetzt schon. Ich will gar nicht auf die Zeit gucken. Machen das hier weg. Nehmen uns den. Der wäre zwar richtig, aber nehmen uns dann statt dem Block den da. Schräge 60 Neigung. Schräge 60 Neigung Ecke. Neigung Ecke rechts. Wo ist denn. Ach so, der würde ja immer. Nee, der würde nicht da ansetzen. Was gibt es denn noch mit 60 Grad? So simpel wie dieses Dach da aussieht, das ist mit, also das gehört mit zu den schwierigsten Dächern, die ich bisher gebaut habe. Schräge 60 Grad Neigung halb rechts. Das wäre schon fast richtig, das Ding da. Ach so, nee, Quatsch, wir brauchen einfach nur den hier. Achte. Nee, brauchen wir nicht. Den gibt's wahrscheinlich nicht da so, dass der Pfosten da direkt dran ist, ne? Wenn ja, aber eventuell gibt es den hier drin, aber boah. Jetzt sind wir unten. Ich mache das anders. Ich mache das anders. Wir nehmen den Pfosten da weg. Wir nehmen den Pfosten da weg und machen dafür nein, wir machen ich hab's gleich ich hab schon eine Idee wir nehmen den Pfosten hier nehmen den weg. Oder? Moment, warte. Gibt's den?
Gibt's den auch mit so einer Schräge noch drin? Ich glaube, wir müssen einfach nur den hier nehmen. Wir nehmen einfach den und dann nehmen wir den da weg und machen dafür den dahin. So. Ich glaube, so lasse ich das erstmal. Aber dann hätten wir da auch... Warte mal, nee, dann nehmen wir lieber den hier nochmal. Der sieht ja irgendwie schicker aus, ne? Wie das Ding da. So. Ne, sitzt falsch. So. Was? Meine Herren, ey. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch von innen. Was ist das da? Jetzt fehlt uns nur noch von innen die, hier unten drunter was. Und dann haben wir's. Form. Das. Das ist dann wieder Giebel. Den hat man doch schon. Hat man den nicht schon von außen dran? Ach so. Ja, den da. Genau. Gott sei Dank. Oder? Warte mal, ist das richtig? Nee, der ist falsch. Der sieht richtig aus. Was eine Baufolge, ey. Mein lieber Schwan. Gott sei Dank. Meine Herren nochmal. Dach ist drauf. Mit Überstand. Rundrum. Und ein paar Pfosten. Da hat das hier wenigstens so ein bisschen Dicke. Das sieht halt ein bisschen besser aus. Wie, dann ist das nicht ganz so spitz. Das stört mich da auch noch. Das sieht irgendwie voll scheiße aus. Aber... keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das hier anders bauen soll. Wie man hier noch irgendwie, wir können da Pfosten drunter machen, aber dann steht der Pfosten halt hier irgendwie ins Leere, ne? Und da müsste eigentlich ein Dingsblock rein. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch? Ich das jetzt irgendwie falsch hier. Oh. Man setzt doch den Scheiß Dings dahin. Ach so. Ist aber eigentlich gar nicht so dramatisch, weil wir können. Ach so, nee, scheiße, da ist die Tür drüber, ne? Oh Mann. Ich werde noch wahnsinnig, echt. Ich dachte, wir können da einfach einen Kamin hinzimmern, aber da ist ja die Tür drüber. Die Frage ist, würde das auffallen? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube, ich mache das einfach mal. Wenn man hier jetzt irgendwie so sagen würde, wir kloppen hier so einen Kamin rein. Weißt du, so groß. Oder ist das zu groß? Ich glaube, ist zu groß. Kamin früher war nicht so hoch. Wenn wir den einfach so machen würden.
mal hier ein Lagerfeuer. So, noch mal ein bisschen Holz rein. Und dann können wir noch mal aus denen hier so Platten nehmen. Wo waren denn die Platten jetzt? Platte. Ich weiß nicht, ob wir das da festbekommen. Obwohl, doch, warte mal. Wir können die... Moment. Warte. Mann, dreh das Ding doch mal so, wie ich das haben will. Ist ja schlimm. So. So. Und dann können wir doch noch so eine halbe Platte nehmen. Die gibt's doch bestimmt auch. Komm, eine halbe Platte. Hier. Halbe Platte. Stellung kopieren. Das ist nicht Stellung kopiert, aber ist egal. Oder wir nehmen statt der Platte sogar einen Pfosten. Wenn der so ist, passt er hier hin. Ich sehe schon, wie ich mir gleich einen Hintern versenke hier an dem Ding. So. Sehr gut. Jetzt mache ich aber einmal hier, diesen hier, pass auf. Machen wir mal das Debug-Menü an und gehe mal ganz kurz hier in den Flugmodus. Guck mal hier, wie schön. Mit Kamin. Herrlich. Das sieht ja langsam richtig gut aus. Auch noch einen schönen Screenshot hiervon. Ist zwar dem anderen Screenshot sehr ähnlich, aber wir haben's. Was für ein verfluchtes Dach. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber sieht ganz gut aus. So, Baufolge mit Überlänge. Ey, 1:20. Das wird immer schlimmer. So, nächste Folge, versprochen, nächste Folge gehen wir dann wieder, machen wir wieder irgendwas, gehen wir mal eine Runde questen. Die eine Platte, die da drauf ist, die muss noch weg. Dann nützt nichts. Sonst habe ich das vergessen und dann ist wieder, dann kriege ich wieder gemeckert. Die darf da nicht hin, die hat da nichts zu suchen. Schön, qualmt vor allen Dingen, das ist das Gute daran. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, das soll es mal gewesen sein vorläufig mit den Baufolgen. Wir gehen jetzt wieder eine Runde questen. Machen wir noch einen schönen Screenshot hier. So, das sieht doch ganz schick aus so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's wieder weiter mit der Arbeit. Gehen wir wieder Zombies töten. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.